treffen. Sondern warum jeder an der Stelle, die Sie angesprochen hat, wirklich auch eine Verfehlung, eine Schuld des Politikers da ist und wir zu Recht an dieser Stelle bestrafen. Und wie sich die Situation ändern wird, wenn wir unserem Vorschlag hier folgen würden. Zunächst einmal, weil das noch nicht so zusammenhängt, war diese These, dass wir einfach keinen Politiker mehr haben können. Weil es ja plötzlich ein Risiko für diesen Job angeht. Als ob wir in diesem Land keine Leute hätten, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Jeder Unternehmer nimmt ein existenzielles Risiko an, wenn er seine Firma aufbaut, wenn er einen Kredit hier aufgenommen hat. Dann wird er nicht gerade die Kompetenz auf, und wenn das Ganze nicht klappt. Wenn dieses Produkt, was man produzieren will, nicht angenommen wird vom Markt, dann ist man erstmal pleite. Dann geht es so weit, dass man die Kompetenz hat. Jeder einzelne Unternehmer macht sowas heutzutage. In diesem Fall mit dem Interesse, dass sie fertig sind, dass sie reich werden. Aber wir glauben, es gibt in diesem Land eben Leute, die nicht nur für persönlichen Gewinn bereit sind, Risiko auf sich zu nehmen, sondern Leute, die das Interesse der Gesellschaft einfach ganz tief in ihr Herz tragen. Leute, die wirklich etwas voranbringen wollen in dieser Welt. Und dass wir auch Leute haben, die einerseits bereit sind, dann nicht ein Risiko auf sich zu nehmen. Und vor allem Leute, die auch das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben und einfach sofort das Vertrauen in die eigene Moral haben, die eigene Fähigkeit, keine bewussten Fehlentscheidungen zu treffen. Darauf werde ich später noch ausgehen, bei Sachen, wo es einfach vollkommen unklar war, wo die Expertenmeinung zum Beispiel vollkommen getrennt war, wie das Ganze ausgehen wird. Und dann durch einen unglücklichen Zufall von mir, weil es eine globale Ölkrise oder sowas gab, dass es irgendwie die Wirtschaft im Wasser geht, dann hätten wir natürlich niemand dafür bestrafen können. Wo wirklich bestraft wird, ist, wenn wir die bewusste Fehlentscheidung haben oder wenn wir eine fahrlässige Fehlentscheidung haben, weil einfach ein Mangel an Informationswilligkeit des Politikers da war. Dankeschön. Sondern er hat Beraterin für sich. Aber bei den anderen Damen, meinen Sie nicht auch, dass der Politiker vielleicht auch die Verantwortung dafür nehmen sollte, welche Berater er sich holt? Wie sollte man denn aufstellen? Das ist klar, dass man dann nur nicht eine große Bauprojekte oder sowas, dafür noch eine Beraterfirma gefragt wird, die als Kompetenz reingeht. Oder dass es neue Energiegesetze gibt, dass man sich dann bei der Atomlobby holt und die fragt und die einfach von denen sich die Gesetze schreiben lässt. Und dann ist natürlich auch die Verantwortung des Politikers, dass er diese Wahl getroffen hat, wo dann eben nur diese einzelne Lobbygruppe ihre Interessen durchgesetzt hat. Und da müssen wir verlangen, dass sie so viele alternative Meinungen suchen, dass sie danach, wenn es zum Gerichtsprozess kommt, klar belegen können, es gab hier diese eine Meinung von dem Experten dieser Zeit, die als richtig anerkannt wurde. Oder es gab hier diese und diese verschiedenen Meinungen und ich habe mich dafür entschieden. Aber ich habe das nicht so einfach gemacht, weil ich mich nur eine Person gefragt habe oder weil ich das dann gegen alle Meinungen für. Wir glauben, dass es möglich ist, auch mit Expertenmeinungen, dass wir die sinnvoll einholen können, dass wir da sinnvoll damit interagieren können. Hier kommt wieder dann auch noch zu der Spannung, die Frau Janauer gemacht hat. Also sie hat, glaube ich, wieder behauptet, dass sie keine Person verantwortlich machen würden, was falsch ist. Denn das ist die Sache, die momentan passiert. Wenn irgendwo etwas wirklich schief geht, da geht auch nicht die komplette Partei. Da sucht man sich dann als Parteispitze eine Person, die man in die Kamera setzt, die öffentlich zugesteht, dass sie einen Fehler gemacht hat, die sich dafür entschuldigt und die dann zurücktritt. Und der Rest, die ganze Leute, die dahinter stehen, einfach nur noch eine Frage. Wir haben ein System, Dankeschön, wir haben ein System, wo das nicht mehr möglich ist, wo man nicht einen eigenen Sündenbock schaffen kann, sondern wo wir glauben, dass jeder, der seine Parteispitze die Erlaubnis gibt, diese Sachen in der Öffentlichkeit zu propagieren und zu entscheiden und durchzusetzen. Dass jeder Politiker, der dahinter steht, dass der natürlich eine Mitschuld trägt und dass es hier die Verantwortung gibt, dass das kommuniziert wird. Allerdings dazu werde ich, gerade auch dazu komme ich so, denn anders kommt, dass wir diesen Stillstand haben, die Abschiebung der Verantwortung auf die Berater und so weiter. Das haben wir eben alles so geklärt. Wir haben die Verantwortung für das, was die Menschen in dieser Welt tun. So. Ach ja, warum nicht? Nun, wie entscheidet sich die Kommunikationsführung und die Entscheidungsführung innerhalb der Partei? Ich habe es eben schon kurz angerissen. Heutzutage sind Politiker einfach spezialisiert, natürlich verständlicherweise, und deshalb, bei den allermeisten Sachen, die Leute Parteiführung und ihre Gremien sich ausdenken, das wird einfach ab.
abgenickt, ohne jegliche Überlegung darüber, ob das richtig ist oder falsch ist. Ich glaube aber, dass die Kirche das Problem haben, dass die Leute, die wirklich die Entscheidung treffen, nur eine sehr, sehr kleine Gruppe ist. Und wenn diese Gruppe einen Fehler macht, dass dann das Ganze sich einfach schön die ganzen Stufen nach unten durchversetzt. Wenn dann jede einzelne Stufe dieser Leiter verantwortlich dafür ist, was oben passiert, muss jeder dafür so weit kontrollieren und so weit sicher gehen, dass die Meinung, die gerade abgibt, übernommen wird von den oberen Dankeschön, dass die auch wirklich richtig ist. Das heißt, wir haben ja das Interesse an ganz vielen verschiedenen Leuten, ganz vielen verschiedenen Stellen, dass überprüft wird, dass wir Kontrolle haben, dass man wenigstens überprüft, dass die anderen Leute einfach das Verfahren richtig eingehalten haben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache in dieser Debatte. Einfach, dass das Verfahren richtig eingehalten wird. Wie sollten politische Entscheidungen getroffen werden? Dass keine Abkürzungen mehr genommen werden können. Dass wir die Information umfassend einsammeln. Dass wir eben nicht gucken, dass wir einfach nur eine bestimmte Lobbygruppe haben, die irgendetwas durchdrücken kann. Sondern dass wir diese Kontrollfunktion haben. Und diese Kontrollfunktion, die übernehmen wir einerseits jetzt, wie Nikas ja wirklich hier schon als Präsident sagt, die übernehmen wir einerseits als Volk, weil wir die Möglichkeit haben zu klagen. Weil die Politik einfach aus Angst vor dem eigenen Verlust hier schon die wirklich Leute, die Entscheidung dann ganz oben treffen, weil die hier aufpassen. Und vor allem haben wir schon, bevor es überhaupt dazu kommt, dass was passiert, nochmal die Kontrollfunktion. Dass jeder der Kollegen, der dann selbst auch von uns mit dafür verantwortlich gemacht werden könnte, dass der auch seinen Kollegen auf die Finger guckt. Habt ihr das wirklich richtig gemacht? Seid ihr euch sicher bei dieser Entscheidung gerade? Und wenn wir dieses System haben, ein System, wo Kompetenz wieder wichtig ist, wo verschiedene Meinungen auch notwendig sind, wo die Pluralität der Meinung akzeptiert wird, und wo verantwortungsbewusste Verbindungen großgeschrieben werden. Ich glaube, dann haben wir eine Politik, in der wir wirklich alle ein Glück haben.